Ich grüße die Besucher dieses Films. Film ist ja kein Medium, weil der Regisseur unbedingt anwesend sein muss. Aber ich finde es doch herzlich und schön, ja, wenn ich hier sozusagen vor dem Film dieses Publikum begrüße und begrüße sie am ganz anderen Ort. Das Coronavirus hat uns gelehrt, Fernnähe zu üben, also Abstand zu wahren. Und man kommt sich dabei aber auch manchmal näher. Alles Gute und Aufmerksamkeit für den Film. Du arbeitest ja nicht nur mit Kevin, einem anderen Regisseur, zusammen, sondern auch mit einer ganz besonderen Darstellerin, Schauspielerin, Akteurin in dem Film, mit Lilith. Kannst du uns was darüber erzählen? Stangenberg, das ist der ganze Geist der Volksbühne in Berlin, ja, und das ist ein so lebhafter Geist und die sitzt auch ihren Regisseuren so kritisch im Nacken. Macht Spaß, und wenn sie mich fragt, ist verjüngt. Und die ist genau im Dreieck. Coven, meine Wenigkeit und sie haben diesen Film gemacht. Die ist wie eine Regisseurin tätig. Und gleichzeitig spielt wie der Teufel. Und das finde ich, das denke ich, macht auch den Film aus. Das ist wirklich eine Kollaboration, eine Kooperation und etwas, ja, Besonderes ja auch im Prozess, wie der Film entstanden ist. Magst du uns von dem Kleid erzählen? Von Lilith, von Orphea? Also, wir haben ja eben angefangen zu drehen und sind in München und sind dann gleich nach Berlin weitergefahren. Und da war im Haus der Kulturen der Welt mit Sir Henry, einem Pianisten und Komponisten, hat sie sich auf den Flügel gesetzt und hat sich gewünscht, sie will in dem Kleid, dass sie in einem Stück der Volksbühne, da spielt sie eine Russin, hat. Und das ist ein großes festliches Kleid. Und da saß sie nun auf dem Klavier, ja, vor einem Publikum von 1500 Leuten und hat gesungen. Und dann hat sie dieses Kleid mitgenommen nach Manila und überall auf dem Dreh, in den Slums von Manila, ja, ist dieses Kleid rumgeführt worden. Ja, sodass eine Requisite, ein Kostüm, ja, gewissermaßen alle Szenen dieses Films verbindet. Hat mir gut gefallen. Was anderes, was alle Szenen des Films verbindet, könnte man sagen, ist die Musik. Das kann man wohl sagen. Das ist ja eine Idee von dir, Musikfilme machen. Ja. Ja? Wir beide lieben nicht nur die Musik, sondern Musikfilme. Ja. Ich habe neulich einen Film gemacht, Helge Schneider als Opernsänger im Stummfilm. Da kann er nicht singen, aber trotzdem hat es mit Musik zu tun. Und so kann man jetzt über die Musikfilme der 20er, 30er Jahre in die 70er Jahre. Und diese Musikfilme, die müssen wir weitermachen. Und das ist hier bei Orphea der Fall. Und mit dir und mit Coven bin ich ja schon verabredet für den nächsten Musikfilm. Film hat eigentlich mit Musik viel mehr zu tun als mit Fotografie. Gute Bilder sind notwendig im Film, aber sie machen den Film auch manchmal schwer. Ja, es gibt also viele hochqualifizierte Filme, ja, zum Beispiel alle Filme von Wim Wenders, die sind hochqualifiziert und fotografisch wunderbar, kann man Museen mit beschicken und gleichzeitig sind sie sehr langsam. Ja. Und Musik zum Beispiel hat in ihrem Rhythmus als Zeitkunstwerk viel mehr zu tun mit dem, was der Film kann, nämlich fliegen. Ja, die Fantasie kann im Film fliegen und das Herz kann, ja, und auch das Zwerchfell, das Solarsystem, ja, nicht, der Rhythmus, ja, die Füße können mit Musik fliegen. Wenn sie tanzen, fliegen sie. Ich finde, es war so wunderschön zu erleben bei unserer Premiere des Films in Encounters auf der Berlinale im Februar. Das scheint ja wie aus einer anderen Zeit zu sein, wo wir noch alle in einem vollen Kino saßen. Und da war zu spüren, also wie der Film, der sozusagen ja auch eine Reise ist, aber wie die Musik, denke ich, dem Publikum die Hand reicht. Und das fand ich, war wirklich ein sehr, sehr besonderes Erleben, ne? Und Was Schönes. Und dass es Festival gibt, ja. Und vor allen Dingen auch Festivals, die sich wieder für Filmgeschichte und Filmkunst interessieren. Ja, wie jetzt hier Berliner. Ja, nicht. Das ja. ist schon etwas ganz Wunderbares, ja. Also da überlebt ein Stück Filmgeschichte. Und die ist Ja. ganz reich. Ja, da, auf dem Bergwerk kann man noch viel graben. Ja.
Und ich meine, jetzt sind wir in einem virtuellen Kino, und aber ich denke, dennoch schafft es auch eine Gemeinschaft. Und darum geht es ja nun auch. Also sind wir ich freue mich auch sehr, dass wir in Frankfurt gesehen werden können, Dass es während eben dieser doch Pandemie. stattfindet. Ja, nicht? Wir sind auch eingeladen gewesen nach Argentinien mit dem Film, aber die haben erst verlegt ins Netz und dann sich nicht getraut. Und es ist besser als nichts machen, denke ich, ist das, was wir jetzt machen. Und wir kommunizieren ja doch und miteinander denken aneinander. Und Natürlich, das ist sehr natürlich. schön. Ja. Und das ist gar keine Entfernung. Guck mal, wir sind jetzt 500 Kilometer gerade entfernt, wenn wir reden. Ja, also was östlich von Berlin, dann sind es 1000 Kilometer, geht alles. Ja, ich habe neulich mit Manila, ich habe einmal mit Peking gesprochen. Ja, das ist nur über den Himalaya weg. Ja, hätte ich mir, als ich in Halberstadt aufwuchs, in meiner Heimatstadt, nie denken können. Ja, da hat man noch ein Amt gewählt. Ja, da war noch ein Fräulein von Amt für die Verbindung. Und visuell sah man sowieso nichts. Ja. Und das ist schon also ein Sprung auch für die Fantasie, dass wir doch eigentlich doch durch das Virus nicht wirklich zu trennen sind. Wir halten Abstand, ja, 500 Kilometer, ja, und gleichzeitig ist es doch auch eine Nähe. Für Und mich es ist es, weil die Fantasie überbrückt das ja alles mühelos. Und ein Film auch, und die Musik auch. und auch Empathie, glaube ich, und Emotionen. Ich denke, das glaube ich, das wünsche ich unserem Film auch, dass er das transportiert, obwohl man sozusagen in einem virtuellen Kino sitzt und sich das anschaut. Und da glaube ich auch fest daran. Da schicken wir jetzt beide ein starkes Paket, ja, nicht nach Frankfurt, ja, sozusagen ein Care-Paket an Empathie, ja, in Aufmerksamkeit für den Film zurück. Ja, ist toll. Dankeschön, Alexander. Ich glaube, schöner kann man es nicht sagen. Und ich denke, das teilen wir dann mit unserem Publikum. Und ich freue mich, wenn wir wieder sprechen und an unseren neuen Ideen schrauben und arbeiten. Und das am nächsten Film. In unserem Film gibt es ja ein wunderbares Lied. Ich glaube, es ist eine Weltpremiere, nämlich das Lied Mammut von Adorno. Erzähl uns doch darüber. Das ist aus dem Nachlass von Adorno. Das hat er komponiert 1941, als er offenkundig auch Sehnsucht hatte, ja, nach Europa. Und er ist ja in der Emigration zu dem Zeitpunkt. Und das Mammut kommt in die Stadt. Ja? Und Lil Stangenberg hat das gesungen, Sir Henry hat es gespielt. Und das ist eine Weltpremiere, ja. Das kennt man nicht. Und dass ein moderner Komponist wie Adorno, ein Schüler von Alban Berg, der wiederum Schüler von Schönberg ist, ja, so ein, doch sagen wir mal, freundliches Kinderlied macht, ja, mit einer Kinderseele bewaffnet, ja, das hat mich gerührt. Ja. Und das passt hier. Der Tango davor, das ist etwas sehr Merkwürdiges. Der hat den Titel Marneschlacht. Dass man im Jahr 1919 einen Tango macht, ja, für das Adlon, ja, 5 Uhr Tanztee, ja, mit dem Titel Marneschlacht. Das ist eine eigenartige Verdrehung, ja, von etwas Bitterem, Schlimmem, Barbarischem, ja, in etwas Mondänes, Tröstendes. Ja. Und muss ich sagen, Tangos trösten mich. Ja, und solche Umdrehungen. Ja, die sind das Poetische, ja, im Film und in der Musik.